Herzlich willkommen beim 4D Aktiencheck. In diesem Video stelle ich eine weitere Aktie vor, die im 4D Asset Oszillator enthalten ist, nämlich von Herbst bis Sommer. Das ist eine saisonale Anlagestrategie und heute geht es um Shimano. Kennen Sie wahrscheinlich vom Fahrradfahren? Und ich erkläre den Anleger, die schon investiert sind oder die, die wissen wollen, wie ich investiere, warum ich Shimano mit ins Portfolio des 4D Asset Oszillators mit aufgenommen habe. Der 4D Asset Oszillator ist ein Anlagezertifikat, so wie ich mein Geld anlege und einige Anleger meiner Freunde auch noch investiert sind. Und das ist ein Anlagezertifikat, das an der Stuttgarter Börse gehandelt ist. Wenn Sie sich dafür interessieren, verlinke ich Ihnen hier das Video. Aber bitte Disclaimer beachten, das ist keine Anlageberatung. Lesen Sie bitte den Haftungsausschluss am Ende des Videos. Denn hier geht es nur um die Informationen für die, die wissen wollen, wie ich anlege und die, die wissen wollen, warum ich Shimano mit ins Portfolio des 4D Asset Oszillators aufgenommen habe. Wenn Sie auf die Homepage des Asset Oszillators gehen, www.asset-oszillator.de, dann bildet sich die Seite auf, die Sie gerade hier hinten eben auch sehen. Dann sehen Sie das Aktienportfolio. Wenn Sie auf Portfolio gehen, auf den Reiter, und dann sehen Sie hier das Portfolio, das aber nur von Herbst bis Sommer so ist. In der restlichen Zeit, praktisch in den gefährlichen Aktienmonaten, sehen Sie hier oben ein Anleihenportfolio. Wenn die Aktienphase ist, sehen Sie hier jede einzelne Aktie, eine ganze Reihe davon. Und heute soll es um Shimano gehen. Wenn Sie auf Shimano drücken, dann landen Sie automatisch auf der Homepage von Shimano. Anhand der Schrift sehen Sie schon mal und auch an der Hand der ISIN, dass es ein japanisches Unternehmen ist. Sie kennen wahrscheinlich alle Shimano, wenn Sie Fahrrad fahren, die Gangschaltungen, aber auch hier die Zahnräder und alles Mögliche fürs Fahrrad stellen die her. Allerdings auch Angelbedarf und noch ein paar andere Sachen, die alles mit so Zahnrädern und solchen mechanischen Dingen zu tun haben, sind hier Weltmarktführer. Wenn Sie Fahrrad fahren wollen, kommen Sie an Shimano nicht vorbei. Und deswegen habe ich sie auch mit ins Portfolio genommen, weil ich wollte ein sehr, sehr grünes Aktienportfolio. Und Fahrradfahren ist nun mal grün. Ich fahre selber viel Fahrrad, ich lasse mein Auto stehen in der Regel, ich fahre ins Büro, ich bin da wirklich eine grüne Socke, sage ich mal. Manchmal sogar auch bei Wind und Wetter packe ich mich ein, ja. Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung, Sie kennen den Spruch. Und deswegen Shimano, warum dann nicht partizipieren, wenn man eh schon Produkte von denen kauft, die wirklich sehr, sehr gut sind. Genau, schauen Sie sich die Homepage an, aber ich glaube, da braucht man gar nicht viel sagen. Viel wichtiger ist eigentlich, wie steht das Unternehmen da? Und wenn Sie hier auf die ISIN drücken, Sie sehen am JP, dass es ein japanisches Unternehmen ist, dann landen Sie bei Onvista automatisch hier. Und wenn Ihnen Onvista nicht gefällt, dann können Sie natürlich die ISIN auch kopieren und irgendwo anders eingeben, wenn Sie sich das Unternehmen angucken wollen. Wir schauen hier bei Onvista mal nach. Wie steht es denn fundamental mit Shimano? Und Sie sehen hier, die Gewinne verhalten sich sehr schwankend. Es sind immer Gewinne da. Sie gehen hoch und runter. Seit 2015 sehe ich das hier. Sie gehen hoch und runter. Ich habe hier 48% Wachstum in 15 gehabt. Dann ging es 33% zurück, 24, dann wieder 40 hoch. Dann also die Gewinne schwanken, also von 5 Euro pro Aktie bis 4 Euro plus 3 runter, dann wieder 8,77 Euro, also hier 82% Wachstum, dann wieder Rückgang 33. Also wir sehen, es ist kein zuverlässiges Wachstum, aber zuverlässig ist, es sind zuverlässig Gewinne da, die mal mehr wachsen, mal weniger wachsen, tendenziell aber wachsen. Das muss man schon sagen. Das ist sicher jetzt nicht der Wachstumstitel, weil die eben schon Weltmarktführer sind, der sich verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen kann. Vom Kurs vielleicht, aber von den Gewinnen sehe ich das im Moment nicht so. Dann haben wir hier eine Dividendenrendite, also KGV von 28,13. Also das ist ein bekannter, großer Titel. Der ist jetzt natürlich nicht billig zu haben. Ist kein Schnäppchen, weil auf das Unternehmen schauen ganz, ganz viele Anleger. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Da kann ich nicht mit einem ganz niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis rechnen. Also der Titel ist... ja, teuer ist er nicht, aber fair bewertet und man sieht, dass da viele, viele sich dafür interessieren. Die Dividende ist 1,42%. Schön zu haben, aber das ist nicht der Kernpunkt. Ein kleiner Pluspunkt, würde ich sagen, ist die Dividende, denn die ist auch beständig und beständig am Wachsen.
dann schauen wir uns an das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,45. Das ist okay, das ist günstig oder im normalen Bereich, eher im unteren Drittel, sage ich mal. Also wenn Sie ein KBV-Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 haben, dann ist es super unterbewertet. 2, 2,5, 3 ist so gut, besonders bei den älteren alteingesessenen Unternehmen ist es ein gutes Kurs-Buchwert-Verhältnis, weil die ja sehr viel stille Reserven haben. Also das ist vom Vermögenswerten her ein guter Preis. Eigenkapitalquote 92%, das heißt, sie haben ganz, ganz wenig Schulden, nur 8%. Super, super gut finanziert, ganz starke Bilanz, muss man sagen, also kein Zinsrisiko. Ist einfach wenig Fremdkapital im Unternehmen, fast nur Eigenkapital und da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Dann haben wir eine Eigenkapitalrendite von 7. 23 war auch ein schlechtes Jahr, aber Sie sehen hier, wenn man zurückguckt, also zwischen 7 und 18 in der Spitze, also so eine zweistellige Eigenkapitalrendite erwarte ich hier auch für die Zukunft. Das sieht ganz gut aus. Also wir sehen ein Fundamental, kein günstiger Titel. Es ist auch kein starker Wachstumstitel, muss man sagen. Also es ist weder Value noch Growth. Irgendwo dazwischen. Also ich erwarte hier natürlich Wachstum, aber ein moderates Wachstum, vielleicht 10-20% anhand der Gewinne kann das wachsen, das Unternehmen. Das sehe ich so in dem Bereich. Die Dividenden werden sicher auch noch ein bisschen wachsen. Aber das ist ein schöner Stabilisator und da kann man einfach auch dran partizipieren. Denn ich denke, Fahrräder, gerade E-Bikes und so, die haben auch Shimano-Regeln. Das ist im Kommen, das ist schon ein Hype, der schon länger sich, sag ich mal, aufbaut. Und die Leute werden immer mehr, gerade in den Städten auch sagen, was brauche ich ein Auto, ich nehme lieber ein E-Bike, dann komme ich auch mal eine 18 Kilometer zur Arbeit und zurück. Also dieser Trend ist da auch mit Jobrad und so weiter. Und da wird natürlich Shimano auch mit partizipieren. Jetzt gucken wir uns mal an, wer ist denn da noch investiert. Und Sie sehen und Sie kennen mich ja vielleicht auch schon durch meine anderen Videos. Ich achte immer drauf, dass ich da nicht der einzige Investor bin, der findet, dass das Unternehmen gut ist und dass noch ein paar namhafte Fondsgesellschaften mit drin sind oder Fondsmanager, die ich selber kenne und mal fragen kann, wie die das sehen, wie die ihren Research machen. Und da sehen wir, dass BlackRock investiert ist, Vanguard ist, also zwei große amerikanische, Nomura ist dabei. Dann haben wir hier Nippon, das ist natürlich eine japanische Versicherung, die investiert ist. BlackRock Japan ist drin. Nikko Asset Management, also auch ein japanischer Vermögensverwalter. Mitsubishi ist mit drin. Pictet ist mit drin. Also sind viele namhafte Fondsgesellschaften mit drin, Vermögensverwalter. Also da ist man in bester Gesellschaft und kann mit gutem Gewissen investieren. Und das tue ich auch mit meinem Geld. Und dann schauen wir uns noch den Chart an. So. Das sind jetzt 3 Jahre. Ja, da sieht es eher aus, als ob es bergab geht. Das täuscht aber, wenn wir mal auf 5 Jahre gehen, dann sieht es schon besser aus oder noch besser auf 10. Dann sehen wir, dass natürlich 22 ein extremer Hype war. Also Ende 21, muss man sagen, Anfang 22, extrem überbewertet, ganz hochgeschossen ist. Der Effekt war klar, 2020, Corona, da lief das Fahrradgeschäft wie wahnsinnig. Die Leute hatten Zeit. Das Frühjahr war ja extrem früh schon da im März. Alle wollten Fahrrad fahren. Da gab es einen einmaligen Effekt, der dann natürlich rübergerutscht ist. Die Bilanzen von 2020 waren extrem gut. Umsatzwachstum, Gewinnwachstum. Und das hat sich dann in den Kursen wiedergespiegelt. Dann ging das natürlich richtig nach oben. Und dieses gute Jahr 2021, wo einfach alles gestiegen ist, hat es noch mitgenommen. Und dann ging es eben stark bergab, hat sich der Kurs halbiert. Genau, also das ist ein einmaliger Effekt. Ich denke, hier haben wir Kurssteigerungen vielleicht von 7-10% auf die nächsten 10 Jahre. Also sehe ich eher als so defensiven Titel, weil es ist schon Weltmarktführer. Wo wollen die hingehen? Es kann natürlich sein, dass jetzt noch ein paar Effekte dazu kommen, dass wir diese Verdoppelung vielleicht schon vor 10 Jahren sehen, vielleicht auch schon in 5 Jahren, dass der Kurs wieder bei 270 ist. Das kann schon gut sein. Aber ja, man muss sich darauf gefasst machen, dass es ein Unternehmen, das starken Schwankungen ausgesetzt ist.
Aber ich finde es toll und deswegen habe ich es beigefügt als einfach konservativen Titel und als grünen Titel. Fahrradfahren ist grün. Beim Angeln kann man darüber streiten, wie grün das ist. Auf jeden Fall macht es jetzt nicht so einen großen Schaden. Also ich finde den Titel gut, habe extra den beigefügt, um ein bisschen Gleichgewicht, auch Diversifizierung einfach im Portfolio zu haben, weil in dem grünen Portfolio des 4D Asset Oscillators sind ja viele erneuerbare Energien und da mal ein Fahrradhersteller bringt einfach noch ein bisschen Ausgleich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Video.